Die Plattform Direkte Demokratie ist überparteilich und sachpolitisch orientiert. Und das ist auch etwas, was für das Thema Gentechnik gelten sollte. Es ist natürlich eine politische Veranstaltung, aber es ist jetzt vollkommen wurscht, ob links, ob rechts. Das ist wirklich ein Thema, wo alle, die ein Verantwortungsbewusstsein haben, sich einsetzen sollten. Kommen wir jetzt zum Kernpunkt des heutigen Abends. Volker Heldorf, der ist heute das erste Mal nicht in Wien und auch nicht als Kabarettist in Wien, aber das erste Mal mit einem abendfüllenden Programm. Heute ist er wirklich der Haupteck und wird den Abend bestreiten. Der Volker Heldorf ist ein diplomierter Agraringenieur, ein Biobauer, ein Gentechnikfreiheitsaktivist, ein Gentechnik-Freiheitsvortragender, ist auch wirklich sachlich sehr kompetent und natürlich, was heute im Vordergrund steht, auch ein Kabarettist. Herzlich willkommen, Volker Heldorf! Was unsere Gegner am wenigsten schätzen, ist, wenn wir zusammen sind und auch noch ein bisschen Lade haben. Wenn wir freuen und lachen und uns schätzen, wenn wir das alle als Freunde empfinden, die da kommen. Super, dass heute kommen seid, muss ich sagen, ich muss euch loben. Und jetzt wollte ich nur zu mir sagen, ich mache seit 40 Jahren Landwirtschaft, also bin mit der Lebensmittelproduktion beschäftigt. Und das auf 200 Hektar, das heißt nicht hobbymäßig, sondern wir leben davon. 20 Jahre habe ich konventionelle Landwirtschaft gemacht und 20 Jahre biologische. Also ein bisschen chemischer aus. Mahatma Gandhi, der große Staatenlenker, hat einmal gesagt, ein Unrecht, was man nicht ändern kann, soll man sichtbar machen. Wo ist denn jetzt das Unrecht? Na, wir werden es gleich merken. Hat Herr Kommissar Hahn, unser Wissenschaftsminister in Brüssel, für oder gegen die Genkartoffel gestimmt? Wer weiß bitte, wie Herr Kommissar gestimmt hat, der summt bitte jetzt. Aha, ein paar wissen es. Gegenfrage, wer weiß nicht, wie Kommissar Hahn gestimmt hat? Ja, sehen Sie. Und jetzt wissen wir auch, wo das Unrecht liegt. Man belügt uns nach Strich und Faden. Herr Kommissar hat für die Gentechnik gestimmt, obwohl 93% der Österreicher dagegen sind. Wen vertritt er denn da? Wen vertritt er da? Die Firma Monsanto? Wenn er die Firma Monsanto dort vertritt, warum wird er nicht von dort bezahlt? Die Biolandwirtschaft ist tatsächlich die Wahl für die Zukunft. Alles andere muss versagen. Warum? Wir werden die drei Landwirtschaften nebeneinander vergleichen. In der Biolandwirtschaft wird kein Gift verwendet. Da haben wir natürlich dann auch in den Lebensmitteln keine Giftrückstände. Ist ein gewisser Vorteil. Wir haben eine Energieknappheit und wir haben zu viel CO2 in der Luft. Wir Biobauern produzieren mit einem Drittel der Energie genauso viel Getreide, ein Kilogramm Getreide, wie die konventionelle Landwirtschaft. Mit einem Drittel der Energie können wir ein Kilogramm Getreide herstellen. Und natürlich dadurch auch weniger CO2 in die Luft entziehen. Das Dritte ist, wir leben ja nicht nur auf dieser Welt, wir Hund oder wir Fichten, Käfighaltung, wir wollen ja auch etwas erleben, wir sind ja Menschen mit einem Sinnesleben. Und da denken Sie bitte an die Biolandwirtschaft, wo dann wieder Kräuter wachsen, wo dann auch wieder Blumen wachsen, wo Blumenflecken in der Landwirtschaft sind, nicht nur grüne Agrarwüste. Die Biolandwirtschaft ist ein lebendes, lebendiges, für uns alle verfügbares Sanatorium, kostenloses Sanatorium, wo Blumen blühen und es nicht nach Kunstdünger und Gift stinkt. Ein großer Vorteil. Im Bioland, da ist so schön, Kornblumen
blühen und auch der Mond. Es summen Bienen und es singt die Feldlerche, wie schön das klingt. Jetzt müssen wir recht wachsam sein, dass uns nicht steht ganz ins Geheim die Gentechlobby, diesen Schatz, den uns der Herrgott geschaffen hat. Ein Zusatzbären für Kommissar. Ist natürlich auch sehr würdig, wenn der Herr Kommissar noch Posten hält, gell, wenn sie alle so gehen in einer Reihe. Naja, klar, das wirkt schon, gell? Und dann ist natürlich, wenn sie dann im Saal sind und dann, es kommt zur Abstimmung, dann können sie die Antenne richten und sind dann mit uns Wählern, verbunden und sie hören unser Summen. Und es wird niemals mehr vorkommen, dass so ein Kommissar für die Gentechnik stimmt. Indien hat sogar ein Patent bekämpft, die EU bewilligt alles, Indien hat sich dagegen aufgestellt, hat dann beim Patentamt in München erreicht, dass es Patent wieder zurückziehen mussten. Die haben nämlich einmal einen Baum, diesen Neembaum, der auch so wirkt wie ein Antibiotikum in Indien, und das wollte sich die Firma Monsanto unter Nagel reißen, damit die Indien für ihren eigenen Baum dann Patentabgabe zahlen. Wenn alle unsere Mitgliedsländer in der EU klagen würden gegen das Patent, wäre die Sache weg. Machen wir es doch nach, wir wissen, wie es geht. Was besonders erfreulich ist, dass ja in Österreich inzwischen die Milch und die Eier genfrei sind. Warum? Durch Bauerninitiative, nicht durch das Gesundheitsministerium oder sonst was, sondern Bauerninitiative haben gesagt, wir wollen unsere Tiere genfrei füttern, ohne Gensoja, und siehe da, es geht, auch wenn sie mehr zahlen müssen, bei den Eiern, bei der Milch. Und jetzt sind schon viele Schweinezüchter in Oberösterreich, ein großer, gerade umgestellt. Das sind wirklich ganz erfreuliche Entwicklungen. Das wollte ich Ihnen im zweiten Teil vorweg schicken, damit Sie sagen, jawohl, es tut sich was. Behauptet doch nicht. Ist natürlich die Arbeit von vielen Leuten, von Ihnen, von uns. Wenn wir nicht ständig das auf das Tapet bringen, tut sich gar nichts. Dann sagt die Genlobby, das ist eine ganz normale Saatgutentwicklung, was halten Sie denn davon? Was ist denn Gentechnik? Was ist denn technisch verändert? Das heißt, wir können mit der Gentechnik die Erbinformation zwischen Mensch, Tier und Pflanze auswechseln. Also, zum Beispiel ganz natürlich, man schickt eine Herde Rindviecher, Zuchtstiere ins Erdbeerland, um die Erdbeeren zu befruchten. Ist das nicht eine ganz normale Fortentwicklung? Ist ja logisch. Oder der Leuchthase, man nimmt von einer Tiefseequalle, da unten ist es finster, nicht beleuchtet, und kreuzt die Tiefseequalle mit einem Hasen. Was hat man dann? Einen Leuchthasen. Man, das ist so wichtig in den Entwicklungsländern, die haben keinen Strom. Wenn dann Weihnachten ist, dann hängen sie die Hasen auf den Weihnachtsbaum und der leuchtet und leuchtet und leuchtet und stinkt immer mehr. Dann gibt es natürlich, ich werde Namen extra ein bisschen abändern, damit niemand weiß, um wen es sich handelt, der Kommissar Fisch. Wir haben ja früher schon von einem Hahn gesprochen, und wenn man von einem Fisch reden darf, ist nichts Unanständiges. Hat im Fernsehen verbreitet, er ist also dafür, für die Freiheit der Bauern, jeder, der Gentechnik anbauen will, soll die Freiheit haben, das anbauen zu können. Nennt er die Freiheit der Bauern. Er sagt nicht dazu, dass alle Bauern im Umkreis von 10 Kilometern ihre Freiheit damit verlieren, ihre ganzen Freiheiten nämlich, und auch der Konsument, weil es gibt da nichts mehr. Der Blütenstaub lässt sich doch bitte nicht durch einen Beschluss der Kommission einschränken.
Die Songer Sicherheitsabstand von 150 Meter genügt. Das ist doch eher lächerlich. Ja, wir haben ja gesehen, die Firma Bayer haben es bestraft deswegen. Also die Freiheit der Bauern, eines Bauern beseitigt die Freiheiten aller Bauern und unserer Konsumenten. Und deswegen sind wir dagegen. Und das ist irreversibel, es ist nicht rückholbar. Ich bin eher für die Freiheit der Rindviecher. Warum haben Sie das gehört? Sie haben sicher gehört von diesem Versuch, wo man eine Rindviehherde in einen zweigeteilten Acker geschickt hat. Vorne genfeindert, hinten natürlicher Mais. Wir sind doch marschiert durchs genfeindert im Gänsemarsch und haben hinten erst alles abgebissen, bevor sie auch noch ein einziges Blatt verkostet haben. Jetzt ergibt sich die peinliche Frage. Ist Herr Kommissar Fisch blöder wie ein Rindvieh? Natürlich nicht, das ist ja ganz was Gescheites. Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung, nämlich das Rindvieh hat 16 Mal so viel Geschmacksknospen in seinem Maul wie der Kommissar. Das Rindvieh schmeckt, dass es sich hier um zwei Gifte handelt, BD-Toxin, Roundup, mit Talobamine und ein Antibiotikum. Das schmeckt das Rindvieh wie nicht. Aber wir haben noch einen exponierten Politiker, eine Politikerin diesmal, die Frau Dr. Renate Sommer ist die maßgebliche CDU-Abgeordnete im Europaparlament in Sachen Gentechnik. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, wir sollen unsere Äcker schützen mit Hecken, Höhenzügen und Bohlenbarrieren. Da habe ich gedacht, Höhenzüge konnte keine rechnen. Hecken wachsen zu langsam, bis die Bienen rüber nicht mehr drüber fliegen. Also Bohlenbarriere. Klingt so wie Drahtgestell an der polnischen Grenze gegen Gastarbeiter. Ist es aber nicht. Ist es nicht ein Drahtgestell? Das ist eine Blütenstaubfangvorrichtung. Und ich habe natürlich gleich an die Frau Dr. Renate Sommer maßgeblich zu Urabgeordnete geschrieben, sie möge mir doch sagen, wie sie eine Bohlenbarriere ausschaut. Hat es mir nicht geantwortet, habe ich an den Fisch geschrieben. Bitteschön, wie schaut es eine Bohlenbarriere aus? Ich möchte an den Rechten, hat es auch nicht zugeschrieben. Ist halt so, wenn man nach Brüssel schreibt, so wie ans Christkind über Lieben. Aber ich kann Wort kriegst du und wenn, dann ist sie nicht gescheit. Ja, dann habe ich an unseren Landwirtschaftsminister geschrieben. Und dann die Rauchkalertheit, heißt sie wahrscheinlich nicht Rauchkalertheit. Hat auch nichts genutzt, hab's auch nicht gewusst. Dann bin ich gerade so schön im Klopeinersee geschwommen und habe gedacht, ich werde selber eine Bohlenbarriere finden. Das also ist meine Bohlenbarriere. Ja. Und diese Bohlenbarriere habe ich dann aufgestellt an eine stark befahrene Straße zwischen Völkermarkt und Café. Und sie hat gewirkt. In einer Woche hatte ich zwei Strafanzeigen. Nach dem Naturschutzgesetz und nach der Straßenverkehrsordnung darf man solche Werbungen nicht neben der Straße aufstellen. Habe ich natürlich sofort zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr BH, das heißt Bezirkshauptmann, lieber Herr BH, es handelt sich nicht um eine Werbung, sondern eine nach Dr. Renate Sommer maßgebliche CDU-Abgeordnete im Europaparlament vorgeschlagene Bohlenbarriere. So, da ich auch, der spinnt der Hölle auf. Er hat einen Sachverständigen geholt und der Sachverständige ist gekommen, hat gemessen, 5 Meter lang, 4 Meter hoch. Keines Abend jedenfalls. In der Mitte ein freundliches Mengen. Das sieht ja jeder nicht. Und kommt zu dem Schluss, Zusammenfassung, weiträumig kann diese Bohlenbarriere nicht wirken und auf engeren Raum auch nicht so sehr, dass man den ganzen Verkehr darauf merkwürdig machen müsste.
Habe ich wieder zurückgeschrieben. Nein, nein, es ist ganz umgekehrt, lieber Herr BH. Es ist nämlich so, dass jeder, der isst, ist davon betroffen. Und wenn einer nichts isst, ist er eh schon hin. Wir müssen zu Herrn Pohlmeier mehr aufstellen, auch in den Fußgängerzonen und an den Badestränden und überall. So dass ich wieder nicht ausgekippt. Aber ich sage, wenn Sie glauben, dass meine Polenbarriere nicht richtig wirkt, dann fragen Sie doch Ihren Schwachverständigen, wie sie ausschauen soll, damit sie besser wirkt. Ich bin ja lernfähig. Nun, dann wurde noch bemängelt, natürlich dieses freundliche Männchen in der Mitte, für was das notwendig ist, das stört den Naturschutz, habe ich gesagt, na. Das ist ganz dringend notwendig. Bei den Binnen gibt es so viele Legastheniker. Die können ja nicht lesen. Und auch die muss ich abhalten. Es muss wirklich eine hundertprozentige Sperre sein. Jetzt ist ihnen schon zu blöd geworden. Sie haben nämlich alle möglichen Strafen schon angedroht und immer ist noch ein Tod gekommen und immer hat sich verzögert, fast ein Jahr lang. Und nach einem Jahr hat ein Gutachter in der Landesregierung, wahrscheinlich höher, weniger Schwachverständiger, der hat dann natürlich dann gesagt, das ist natürlich keine Werbung. Und weil es keine Werbung ist, betrifft es weder die Straßenverkehrsordnung noch den Naturschutz. Und jetzt kann jeder seine schöne Pollenbarriere aufstellen. Haha. Wär's mit einer zweiten Vorspeise, Fischsuppe. Keine Fehlleistung. Fischsuppe vom genveränderten Lachs der Firma Calgene. Tatsache ist, diese Lachse sind in der halben Zeit 6-mal so fett. Sie haben Schädeldeformationen und abgeknickte Schwänze. Nein, lieber Herr Kommissar. Stell dir vor, 6-mal so fette Kommissare, das geht ja gar nicht. Da braucht man ja doppelt so viel Flugzeuge nach Brüssel und das in der Wirtschaftskrise. Durch den Verzehr von genveränderten Kartoffeln wurden nachweislich kleinere Hirne, kleinere Hoden und eine geschädigte Leber festgestellt. Na ja, Herr Kommissar. Kleinere Hirne wird ja nicht weiter auffallen. Das ist ungewöhnlich, es ist ja unabgeordnet. Als Nachspeise empfehlen wir Eischaumrollen mit dem genveränderten Nahrungsergänzungsmittel Tryptophan. Tatsache ist, 10.000 Menschen sind an genverändertem Nahrungsergänzungsmittel Tryptophan erkrankt und bekamen unerträgliche Schmerzen. 36 Menschen sind gestorben. 1300 Menschen bekamen dauerhafte Lähmungen. Die Lähmung geht von den Füßen aufwärts über den Magen bis zum Herzstillstand. Ja, Herr Kommissar, so viel hätte ich nicht essen, aber für ein paar Kommissare wäre es sicher gut, wenn Sie gleich am Anfang davon essen täten. Diese beruhigende Wirkung wäre so gut, dann schlafen Sie wahrscheinlich um, wenn die anderen für die Gentechnik abstimmen wollen. Das wäre ein Vorteil. Meine Herren, seid ihr wie fährst, was das arme Gütesiegel bedeutet, ob das Gentechnik frei ist? Aber nein, natürlich nicht. Auf alle genveränderten Produkte kann das arme Gütesiegel selbstverständlich erteilt werden. Und das ist ja sonst kein Problem. Nennen wir es halt armer Gengiftsiegel. Ne? Garantiert genverseucht. Weil Genfood ist nicht gleichwertig. Genfood wirkt wie ein langsam schleichendes Gift, dessen Wirkung niemand voraussagen kann. Und wir bitten nicht, die Gentechnik ehebaldigst zu verbieten. Denn was du nicht willst, dass man nicht tut, das fügt auch keinen anderen zu. Ich habe schon vorgeschlagen als Militär, wir könnten ja die Hälfte dessen, was wir für die Atomförderung geben, für den Preisausgleich zu genfreien Soja machen. Dann hätte mit der Hälfte, mit 20 Millionen, könnten wir alles gleich preisig machen und dann würde kein Mensch mehr Gensoja kaufen. So einfach ist das. Aber es wäre auch möglich, weil es ja überall Staatsdefizit könnten Sie auch einmal Gensoja um 10% höher besteuern.
Weißt du, wie guckst du? Aber das tut's nicht. Aber Vorschläge muss man bringen und immer an der Hand nehmen. Was? Die Zettel, was ich Ihnen gegeben habe, könnt ihr kopieren, weitergeben. Ins Internet kommt wahrscheinlich auch dieser Vortrag. Und so werden immer mehr Leute wissen. Und dann wird es absolut unmöglich sein, uns gegen den Willen, auch mit so einem Zuchthone, mit so einem Potenten in Brüssel, wird es nicht möglich sein, uns zu verseuchen. Und Sie kriegen jetzt ein Lied zum Schluss. Da dürfen Sie mitsingen. Da dürfen Sie pfeifen. Was wollen? Keine Sau will dem gehen, mit dem kann ich fahren. Keine Sau will dem gehen, mit dem kann ich fahren. Keine Sau, 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 mit dem fahren. Nein, 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 alle Menschen haben Recht auf Essen, ohne dieses Gengift, das uns krank macht und auch noch steril und deshalb doch keiner haben will. Keine Sau. Lasst uns nicht von Gen verbrechen, unsere Nahrung Gen verseuchen. Lasst sie doch haften für die Schäden, denn dann sind sie sowieso ganz ohne. Keine Sau. Zugabe!